Die Kids Leno Secondary School liegt in einem Vorort der Großstadt Vancouver und betreut mehr als 1300 Schülerinnen und Schüler. Sie bietet das French Immersion Program an, ermöglicht also auch Unterricht auf Französisch und ist für ihre erfolgreichen Sportteams bekannt. In diesem Video nimmt euch unsere Teilnehmerin Kim mit auf eine Tour durch diese tolle Schule. Hier ist der Haupteingang unserer Schule, also der Kizilanenschule. Wir haben hier den alten Teil und das ist der neue. Der wurde tatsächlich erst so vor 2 Jahren renoviert. Man sieht dort den Parkplatz und dort haben wir ein paar Fahrradplätze. Das ist so ein bisschen unsere Eingangshalle von der Schule und dort sieht man unsere Bibliothek. Dort sind mal ein paar Fotos, die jetzt gerade aktuell sind. Da wurde zum Beispiel das Spiel Kanada gegen Belgien gestreamt. Das war sehr cool. Dann saßen alle hier auf den Treppen und standen dort. Das ist unsere Cafeteria. Kann man jetzt nicht besonders viel sehen, aber da kann man sich halt Mittagessen kaufen. So ein Shop, der verkauft Merch und auch so andere Lebensmittel. Da habe ich auch schon drin gearbeitet, weil ich Marketing habe. Der Merch ist eigentlich ganz cool. Das ist tatsächlich unser Schulmotto, also kind, inclusive, thoughtful und successful. Und wenn man die Anfangsbuchstaben zusammennimmt, heißt es dann Kids. Und wir SchülerInnen werden auch Kids genannt. Hier nochmal der Blick von oben. Das ist die eine Hälfte unserer Turnhalle. Das ist jetzt gerade, glaube ich, Basketball oder so für die Mädchen. Hier kann man so eine Art Kräutergarten sehen. Der sieht jetzt im Winter natürlich nicht so cool aus. Aber im Sommer ist der tatsächlich ziemlich schön. Das hier ist der Sportplatz in der Kizilano Secondary School. Mehr Infos zu dieser und vielen weiteren tollen Schulen findest du auf der Homepage von Kulturwerke Deutschland, deinem Partner für erstklassige Auslandsaufenthalte.